Jesus war das Gegenbild eines Macho und damit der Erlöser von zerstörerischer Männlichkeit. Er war ein Muttersohn von seinem biologischen Vater, wissen wir nichts. Er war offen für das, was Frauen sagen. Und er hat von Frauen jene Ethik gelernt, die er später versucht hat, den Männern beizubringen. So wie viele Menschen unserer Zeit konnte ich ab einem bestimmten Punkt meines Lebens mit dem überkommenen Jesusbild, dem Herr der Heerscharen, nicht mehr viel anfangen. Das hat mir nicht mehr viel gegeben in meinem Leben. Nach einer Psychoanalyse habe ich dann einen neuen Zugang zu Jesus von Nazareth gesucht und habe ihn gefunden mit Hilfe der tiefen Psychologie und mit Hilfe der feministischen Theologie. Das war nicht mehr ein verdogmatisierter, ein verkirchlichter Jesus, sondern ich denke, ich habe den Versuch unternommen, mich auf die Spur des wirklichen Jesus zu machen. Für mich ist Jesus kein Idealmensch und kein Idealmann, sondern ein Mensch voller Konflikte, Aggressionen, Ängste und voller Gefühle. Für mich ist er weiter kein abgehobener, göttlicher Heros, der einsam ist und in sich selbst ruht, sondern ein Mensch, der Menschen braucht. Und drittens ist er für mich einer, der nicht nur Seelentrost und Seelenheil spendet, sondern mehr will. Er will den ganzen Menschen mit ihrem Körper annehmen und ihnen Daseinsbestätigung geben. Und in dieser Jesusgestalt und in dieser Jesusgeschichte zeigt sich für mich Gott, Gott, der in den Konflikten dieser Welt leidet, Gott, der Menschen braucht und Gott, in dem Mensch, Gott und Körper sich berühren dürfen. Für mich ist Jesus der Bruder in der Not. Der leidende Christus hilft denen, die im Schatten des Kreuzes leben müssen, den Armen, den Kranken, den Gefangenen. Für mich ist Jesus der jüdische Messias, das Reich Gottes in Person, der Menschen dazu hilft, dass sie bejaht leben können. Und endlich ist Christus für mich der auferstandene Christus, das lebendige Prinzip Hoffnung gegen den Tod, gegen die Mächte des Todes um uns herum, die Ungerechtigkeit und alles, was das menschliche Leben beeinträchtigt. Für mich steht die Person Jesu im Mittelpunkt des Lebens, denn immer wenn ich nicht weiter weiß, steht er da, wie wenn er über das Wasser kommt und sagt, hab keine Furcht. Wenn ich nicht weiß, was die Zukunft bringt und wie es weitergehen wird, sagt er, sorge dich nicht um den morgigen Tag. Wenn ich nicht weiß, wie ich mit Menschen leben soll, kommt er zu mir und sagt, gib jedem, der dich bittet. Und wenn ich selbst vor Angst vergehen möchte, lerne ich aus seinem Schicksal, dass es selbst den Tod nicht zu fürchten gibt. Jesus ist für mich vor allem eine Leuchte Israels, wie wir nur wenige gehabt haben. Er ist der Heiland der Kirche, der unzählige Menschen zum Glauben an den Gott Israels verholfen hat, aber zugleich zu einem sinnvolleren Leben, einem edleren Streben und einem getrosteren Sterben. Er ist ein Lehrer der Menschheit, weit über die Grenzen von Juden und Christentum hinweg. Und nicht zuletzt könnte er derjenige sein, für dessen Ankunft die Synagoge und dessen Wiederkunft die Kirche alltäglich betet. Die Messiasfrage aber müssen wir offen lassen bis zur Erlösung unserer Welt. Wer Jesus war, bewegt die Menschen seit seinem Erscheinen in dieser Welt. Über keinen ist mehr nachgedacht worden. Über keinen wurden mehr Bücher geschrieben. Zu allen Zeiten schieden sich an ihm die Geister. Für die einen ist er Gottes Sohn, für die anderen ein Mensch, wenn auch ein außergewöhnlicher. Dieser Streitfrage wegen ist viel Blut geflossen. Aber unzählige haben auch in ihrem Glauben an Jesus Frieden mit Gott gefunden. Selig sind die, die das Wort Gottes hören. Niemandem, der sich mit ihm beschäftigte, konnte er gleichgültig bleiben. Auch nicht seinen Zeitgenossen. Ich möchte diesen Mann kennen. Vielleicht spricht er weiter zu uns. Denkst du, er könnte vielleicht der Messias sein? Gehen wir ihm nach. Immer mehr Menschen wenden sich von den Großkirchen ab. Doch offenbar nicht von Jesus.
wie ein Blick auf die Neuerscheinungen von Jesus-Büchern beweist. Auch außerhalb der Bundesrepublik kommen Bücher über den Stifter des Christentums auf die Bestsellerlisten. Zwar besaßen die Kirchen nie ein Monopol an ihrer Gründergestalt, aber heute zeigt sich auch, dass die meisten der gängigen Autoren nicht mehr die Lehren der Kirchen vertreten. Der Jesus von heute ist nicht selten der verkannte und vergessene, der andere Jesus. Diesem Jesus, der sich von dem traditioneller Kirchlichkeit abhebt, versuchen sich diese Bücher anzunähern. Gilt Jesus in der dritten Welt vor allem als sozialrevolutionär, so sieht man in ihm in der ersten Welt, besonders in Westeuropa und Nordamerika, vor allem den Freund und Heiler. Für einen kritischen Beobachter unserer Zeit konnte dieser Jesusboom nicht überraschend sein. So meint der Hamburger Buchhändler Ludger Bitter, weil die Wahrheitsfindung für die Menschen so wichtig ist und diese Frage wohl nicht ausreichend genug von den Kirchen und Pastoren beantwortet werden kann, wird die Buchhandlung gewollt oder ungewollt zur zweiten Kanzel. Vielleicht ist auch eine Erklärung des Interesses darin zu sehen, dass sich viele dieser suchenden Menschen mit Esoterik beschäftigen oder beschäftigt haben und irgendwann dann wieder auf die Person Jesu stoßen und sich vielleicht dann intensiver damit beschäftigen und weg von der Esoterik, die ja am Ende doch irgendwo unbefriedigend ist, weil sie eigentlich niemandem etwas abverlangt, weil sie so unverbindlich ist, dass jeder sich darin wiederfinden kann, wenn er will. Und ob das den Menschen ausreicht, wage ich dann doch zu bezweifeln. Jesus als Befreier der Geächteten und Ausgebeuteten ist in der westlichen Welt weniger ein Thema als der Mensch Jesus, wie ihn die Tiefenpsychologie zu erschließen meint. Als Anhänger des Schweizer Psychologen C.G. Jung bekennt sich der Fernsehjournalist Franz Alt mit seinem neuen Buch. Wegen seiner, nach Ansicht vieler kirchlicher wie nicht-kirchlicher Leser, zu einseitigen Betrachtung Jesu, hat Alt scharfe Kritik erfahren, was dem Erfolg seines Buches keineswegs Abbruch tat. Ganz im Gegenteil. Ich nenne Jesus den ersten neuen Mann, weil er mitten im Patriarchat vor 2000 Jahren etwas ganz Außergewöhnliches getan hat. Er hat nämlich das Weibliche in sich, das scheinbar Schwache, angenommen, akzeptiert und in sein ganzes Leben und später auch in seine Lehre integriert. Er war der erste neue Mann, weil er ein ganz anderes Verhältnis zu Frauen hatte, als das damals im Patriarchat üblich war. Deshalb sind ihm die Frauen von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt, wie es im Lukas-Evangelium heißt, auch nachgefolgt. Die Frauen waren verrückt nach diesem neuen Mann, nach diesem Mann, der ein ganz natürliches Verhältnis zu Frauen hatte. Er hat Frauen besucht zu Hause, auch wenn ihre Männer weg waren. Nie hätte ein jüdischer Rabbi Ähnliches gewagt im Umgang mit Frauen, wie das bei Jesus der Fall war. Dieser Jesus von Nazareth, dieser wirkliche Jesus, ist der Traum von einem Mann. Damals und heute sind die Frauen mehr begeistert von Jesus als die Männer. Männer sind skeptisch gewesen damals, ja, sie haben ihn sogar zu beseitigen versucht, und Frauen sind das bis heute. Jesus hat also das Männliche und das Weibliche integriert. Er hatte ein großes Gotteserlebnis in seiner Taufe. Er hat den Gott des Alten Testamentes in seiner Taufe anders erfahren, als zu seiner damaligen Zeit es üblich war. Er hat nicht mehr den Patriarchengott erfahren, sondern in seiner Taufe die Stimme des Vaters gehört, der gesagt hat, du bist mein Geliebter. Also nicht mehr Strafe und Rache, sondern die Liebe stehen im Vordergrund. Jesus träumte vom Reich Gottes, aber es kam leider die real existierende Kirche. Den wirklichen Jesus
haben wir bis zum heutigen Tag noch nicht begriffen. Aber ich denke, unsere Zeit ist reif für den wirklichen Jesus. Ist für Sie der wirkliche Jesus nun Gottes Sohn oder was ist er für Sie? Also Gottes Sohn in dem Sinne, wie wir alle Gottes Kinder sind. Söhne und Töchter, natürlich. Er selber wollte nichts Außergewöhnliches sein. Im Markus-Evangelium steht ganz eindeutig, dass er es zurückgewiesen hat, als seine Freunde und Apostel anfingen, aus ihm etwas Besonderes zu machen. Einen Christus, einen Messias. Er hat gesagt, ich bin Menschensohn, als man ihn zum Gott hochstilisieren wollte. Er hat jeden Kult um sich herum, jeden Personenkult abgelehnt. Jesus hat sich selbst als Bruder verstanden und nicht als Gott. Ist er am Kreuz wirklich gestorben? Also ich war nicht dabei und die Theologen, die behaupten, er sei gestorben, waren auch nicht dabei. Aber im Neuen Testament ist auf jeden Fall bezeugt, dass er die Kreuzigung überlebt hat. In welcher Form, biologisch, medizinisch, auch immer. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach bewusstlos gewesen ist und in dieser Form die Kreuzigung überlebt hat. Wir wissen heute so viel durch die Forschung über Nahtoderlebnisse, dass man sich das sehr gut vorstellen kann und nicht mehr theologische Konstruktionen braucht oder bei Paulus nachschlagen muss. Er muss tot gewesen sein, um mich zu erlösen. Also Fremderlösung hat Jesus sowieso nicht gemeint. Auf jeden Fall hat er gelebt nach seiner Kreuzigung. In welcher Weise haben Sie nun die Tiefenpsychologie von Jung herangezogen für Ihre Betrachtung Jesu? Ich habe in einer eigenen Psychotherapie gelernt, auf meine Träume zu hören, auf mein Unbewusstes zu hören und auf die Dinge, die ich verdrängt hatte. Und wir Männer verdrängen vor allen Dingen unsere weiblichen Seelenanteile, das sogenannte Schwache, ein Mann weint nicht, so geht es schon los. Und als ich das gelernt hatte, habe ich eben versucht, auch einen neuen Zugang zu Jesus zu finden und habe versucht, diesem Mann, Jesus von Nazareth, nachzuträumen. Ich habe nicht mehr geguckt, was schreibt der Theologe X und der Theologe Y und welche Fußnote ist jetzt wichtig und wie muss ich das Wort aus dem Aramäischen oder Hebräischen besonders verstehen, sondern habe versucht, mich hineinzuversetzen in diesen Mann, habe gefragt, warum hat er so gewirkt? Warum hat er zum Beispiel gerade das Schwache als so stark dargestellt, also sich den Frauen zugeneigt, die Kinder in die Mitte gestellt, als die Männer stritten, typischer Männerstreit, wer ist der Größte? Hat er ein Kind genommen und es als Vorbild hingestellt. Wenn man sich versucht, hineinzuversetzen und diesem Jesus nachzuträumen, fängt das Jesusbild in einem einfach zu leben an und ist nicht mehr an toten Buchstaben orientiert. Die Anschauungen, die Franz Alt vertritt, sind ohne die feministische Theologie nicht denkbar. In ihrer Sicht kann Maria zur heimlichen Göttin im Christentum werden. Alle Frauen um Jesus erhalten eine Bedeutung, wie man sie bisher nicht sah. Das von Männern bestimmte Bild Jesu stellt Christa Mulack radikal in Frage. Als Jesus aus dem Taufwasser aufsteigt, heißt es, dass der Himmel sich öffnete und eine Taube auf ihn herniederschwebte. Und diese Taube nun ist im Orient das alte Symbol der Göttin, der Liebe, der Weisheit und des Friedens. Und diese Göttin sagt zu ihm, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Wir nehmen an, dass Gott Vater spricht, aber der Text sagt überhaupt nichts davon. Und wenn wir in Texte schauen, die nicht ins Neue Testament aufgenommen wurden, dann wird dieser Text noch etwas erweitert. Dann heißt es nämlich noch, in allen Propheten erwartete ich dich, auf dass ich ruhe in dir, denn du bist meine Ruhe. Und hier spricht nun eindeutig die alte Weisheitsgöttin, denn hinter ihr steht der Weisheitsmythos von der Weisheit, die immer wieder durch die Welt irrt, die aber immer wieder aus der Welt auch wieder vertrieben wird, weil die Herzen der Menschen sich ihr nicht öffnen. Mit anderen Worten, die Weisheit sucht eine blaue Bleibe, sie findet aber keinen Raum in der Herberge der patriarchalen Männergesellschaft, in der nur noch das männliche Göttliche angebetet oder verehrt wird. Von Jesus selbst wissen wir, dass er immer wieder Weisheitsworte übernommen hat, Worte, die die Weisheitsgöttin Jahrhunderte vor ihm schon gesprochen hat
und die er von sich selber gesagt hat. Ich bin Worte, mit denen er sich also identifiziert mit der Weisheit oder aber sich als ihr Sohn und Gesandter versteht. Und in diesen Rahmen passt auch, dass Jesus eine Ethik gelehrt hat, die weit ab von jeder männlichen Ethik ist. Ist er denn nur ein Lehrer einer Ethik, die vielleicht einige neue Elemente hat und ansonsten einer unter vielen Weisheitslehrern? Oder was ist er genau für Sie? Das ist er in erster Linie, ja. Ich glaube, dass er in erster Linie der Ethiker ist, der aber nicht nur etwas lehrt, sondern auch das lebt. Und ich glaube, das war das Faszinierende an ihm, dass er selber das, was er lehrte, auch umgesetzt hat. Dass er also nicht irgendwelche Theorien entwickelt hat, sondern dass umgekehrt seine Praxis ihn die Ethik gelehrt hat, die er also erst verwirklicht hat und dann gelehrt hat. Eines Ihrer Bücher hat den Titel Jesus, der Gesalbte der Frauen. Messen Sie der Salbung durch eine Frau oder durch mehrere Frauen eine so große Bedeutung zu? Immerhin hat Jesus den Namen Christus, der Gesalbte. Also muss in der Frühgeschichte des Christentums die Salbung eine hervorragende Rolle gespielt haben. Und es hat nachweislich auch Salbungsrituale gegeben, die von diesen Christinnen und Christen als wichtiger angesehen wurden als die Taufe. Und das ist ja schon etwas. Interessant ist natürlich, dass die Kirche diesen Salbungen keine große Rolle beigemessen hat, weil natürlich das nur von Frauen überliefert wird. Das heißt also, Jesus ist ein Gesalbter von Frauen. Siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie küsst mir, seit sie gekommen ist, unaufhörlich die Füße. Und du hast mir nicht das Haupt mit Öl gesalbt. Sie aber hat mir mit ihrem Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und was ist in Ihren Augen auf Golgatha geschehen? Auf Golgatha hat Jesus sich geopfert für seine Jünger. Und zwar hat er sie vor dem römischen Zugriff gerettet. Sie gehörten ja einer aufrührerischen Bande an. Und da es die Zeit des Pessach war, waren die Römer sehr daran interessiert, keinen Aufruhr zu haben. Und jeder, der verdächtigt wurde, aufrührisch zu sein, wurde gekreuzigt. Und indem Jesus sich freiwillig auslieferte, hat er seine Jünger vor dem Zugriff der Römer bewahrt. Und das Geschehen Ostern, wie sehen Sie das? Ostern ist die Auferstehung Jesu, das heißt die Erinnerung der Frauen an ihn und die Rückkehr Jesu durch die Verkündigung. Durch die Verkündigung der Frauen, die diese an die Jünger weitergeben und dann über die Jünger an die Menschen. Was eigentlich hat Jesus von Nazareth in unsere Welt gebracht? Und was hat Maria von Magdala davon gelernt? Keine neue Botschaft, aber diese eine. Der zurzeit umstrittenste deutsche Theologe ist der katholische Priester und Tiefenpsychologe Eugen Drewermann. So wenig ihn seine Oberen wegen seiner massiven Kirchenkritik schätzen, so sehr ist er beim Publikum angesehen, das in Massen zusammenströmt, wo er auch auftritt. Seine tiefenpsychologische Erklärung religiöser Texte gibt vielen einen neuen Lebenssinn und vermittelt auch, wie Drewermann meint, ein Bild der Kirche, das Jesus gemäß ist. Es hat Jesus geglaubt in einer wunderbaren Weise. Wir könnten die Wahrheit, die wir in uns tragen, heute noch leben. Wir nennen Jesus im christlichen Sprachgebrauch weit abweichend von den Reden der frühen Evangelientraditionen.
den Messias, den König, den Gottessohn, den Menschensohn, den endzeitlichen Propheten. Wir haben viele Wörter, aber seine Zeitgenossen nannten ihn den Freund der Zöllner und der Huren. Das war sein Ehrentitel, sein wirkliches Vorbild, einer grenzenlosen Güte ohne Angst. Sie sehen in der Stunde des Karfreitags ausnahmslos alle Jüngerreis ausnehmen, bis auf die Legende eines Lieblingsjüngers, den wir Johannes nennen. Er habe mit der Mutter Jesu und der Maria von Magdala unter dem Kreuz ausgeharrt. Das ist nicht das früheste Evangelium. Maria von Magdala, ja. Alle Jünger, nein. Sie alle hatten etwas zu verlieren, als sie Jesus folgten, und sie werden es wiederfinden, ihre bürgerliche Existenz beinahe ungebrochen. Aber Maria von Magdala, die nichts besaß, verliert in der Stunde des Karfreitags alles. Das Markus-Evangelium sagt es nach alten Prophetenworten: Man muss in der Stunde, da Christus stirbt, spüren, wie die Erde bebt und hört nicht mehr auf, sich zu beunruhigen. Und der Himmel verfinstert sich und die Sonne hört auf, ihren Schein zu geben. Und es wird kalt und dunkel bis zum aussichtslos sich streckenden Firmament. Wem dies nicht wird um die neunte Stunde am Karfreitag, wird nicht mehr durch die Qual der Verzweiflung hinüberreifen können zum Ostermorgen. Eugen Drewermann findet, das einzig wesentliche Thema der Religion sei es, wie die Urangst der Menschen in Vertrauen verwandelt werden könne. So suchen ihn viele nicht nur auf, um eine Widmung in seine Bestseller zu erhalten, sondern auch in der Hoffnung auf ein persönliches Gespräch. Drewermann nimmt die Sprache der Bilder wichtiger als die Wortwörtlichkeit der Bibel. Dieses zeigt sich, wenn man ihn nach zentralen Aussagen des Christentums befragt. Ist er für Sie Gottes Sohn nur im übertragenen Sinne? Oder ist er für Sie Gottes Sohn, so wie man ihn in der ganzen Zeit der Kirchengeschichte verstanden hat oder meinte zu verstehen? Es gibt keinen übertragenen Sinn. Der Ausdruck Gottes Sohn ist selber ein Symbol, das in sich gültig ist und sich so auslegt wie in der Kirchengeschichte. Und wer starb am Kreuz? Ein Mensch oder Gottes Sohn? Selbst das ist, wenn Sie so einfach fragen, schon wieder ein Streitpunkt in der Dogmengeschichte gewesen. Sterben kann natürlich nur ein Mensch, aber dieser Mensch war Gottes Sohn, wie der Hauptmann unterm Kreuz bekennt im Evangelium. Die Frage ist, was man sieht in diesem Augenblick. Ob man nur sieht, dass man Recht gehabt hat, indem man das beginnende Leben vernichten konnte, mit Berufung auf die Religionsurkunden, auf die Machtspiele zwischen Rom und Jerusalem und dem Eifer einer Gesetzesfanatik, die zerstört, indem sie unmenschlich wird. Ob man sich also nur bestätigt fühlt, man kann einen Menschen so leicht aus dem Wege räumen, oder ob man sieht, was Menschen wie Maria von Magdala erkennen und der Hauptmann unterm Kreuz, dass sich der Himmel verfinstert in diesem Moment und die Erde bebt. Dann stirbt der Sohn Gottes. Aber nur dann. Man muss wissen, was hier auf dem Spiel steht. Es ist im Übrigen der Beginn, an den das Matthäusevangelium glaubt, dass die Völker es erkennen werden. Und der Repräsentant des Heidentums steht da an dieser Zwischenstelle, ein Geretteter zu sein, der im Höchstmaß schuldig wurde, indem er exekutiert hat, was ihn leben lassen könnte. Nur in diesen Gebrochenheiten werden wir zu dem Glauben finden, dass Jesus in der ganzen Art seiner Person uns Gott nahe gebracht hat, weil er aus dem Himmel kam. Frau Dr. Moltmann-Wendel, von Ihnen wird gesagt, Sie seien die Mutter der feministischen Theologie in Deutschland. Stimmt das? Nein, ich bin nicht die Mutter der feministischen Theologie. Ich bin die Mutter von 4 Töchtern und die Großmutter von 4 Enkelsöhnen. Aber ich habe als erste 1974 ein Buch zur Frage Frau, Theologie und Kirche veröffentlicht. Das heißt Frauenbefreiung. Es hieß in der ersten Auflage Menschenrechte für die Frau. Und von da ab viele andere Bücher. Dann kamen andere Frauen auch dazu. Wir sind
eigentlich mehr eine Schwesterlichkeit, eine Schwesterngemeinschaft und wir beeinflussen uns gegenseitig. Jede hat eine eigene Konzeption. Es sind viele Frauen und wir wollen keine Hierarchie von oben nach unten haben. Als ich begonnen habe, die Frauengeschichten des Neuen Testaments mit Frauen und für mich zum ersten Mal wieder aus der Perspektive von Frauen zu lesen, da gingen mir verschiedene Dinge auf, die ich bisher nicht so gesehen hatte. Zunächst einmal die Menschlichkeit Jesu. Wir sehen ja Jesus immer so als perfektes Ideal, der Idealmensch, der ideale Mann. Das war er gar nicht. Er war ein Mensch voller Aggressionen, voller Konflikte, auch voller Gefühle. Es wird in den frühen Geschichten des Neuen Testaments erzählt, dass er stöhnte, sich ärgerte, dass er Kinder wie zärtliche gegenüber an sich drückte, dass er eine lustige Geschichte im Boot, in dem er fuhr, ein Kissen brauchte, um zu schlafen, dass er in der letzten Todesstunde sich von Gott verlassen fühlte. Alles dies ist leider in den nächsten Schichten des Neuen Testaments, in den späteren Schichten verloren gegangen und in unserer Traditionsgeschichte finden wir davon nichts. Und als zweites wird mir noch deutlich, Jesus war ein Mensch, der Menschen brauchte. Er war nicht ein einsamer, göttlicher Heros, der sich selbst genug war, so wie wir uns Gott oft vorstellen. Jesus brauchte Menschen, denn nur mit Menschen wachsen Menschen und reifen. Wir sind gewöhnt, Menschen nach ihren Personen und ihrem Werk zu beurteilen, nach ihrer Persönlichkeit und nach ihren Taten. Das sind so die richtig männlichen Einstellungen zu Menschen. Frauen haben herausgefunden, wie wichtig für Menschen das Netz der Beziehungen ist, aus dem heraus Menschen leben, wachsen, reifen. Und dieses Netz der Beziehungen, das entdecken wir heute als Frauen wieder neu. Jesus hatte die erste Beziehung, die Familie, aus der heraus lebte, die verlässt er dann bald, dann kam die Jüngergruppe. Aber die Kameradie der Männer hat auch nicht lange gehalten. Die waren ins Gelingen verliebt, die wollten Erfolg haben, die rangeln um die Ministerplätze rechts und links um ihn und sehen ihn als weltlichen Herrscher. Und als es dann zur Katastrophe kommt, als er verhaftet wird, verlassen sie ihn und er steht allein da, wenn nicht die Frauen wären. Und diese Frauengruppe ist eigentlich die Gruppe, aus der heraus lebt. Es sind diskriminierte Frauen gewesen, abhängig von Männern, abhängig von Familien, zum Teil krank. Er hat sie gesund gemacht, er hat ihnen Gemeinschaft gegeben. Und diese Frauen bestimmen ungeheuer stark, wie sein Leben weitergeht. Sie fliehen nicht, sie stehen unterm Kreuz, sie riskieren Leib und Leben. Und sie hören als Erste auch die Osterbotschaft. Er ist auferstanden und sie verkündigen es weiter. Ohne diese Frauen gäbe es vermutlich keine Kirche. In schöner Weise hat ein großes Bildwerk, eine Art Altar in Bad Teinach, diese Frauen festgehalten. Es sind 94 biblische Frauen, die alle zu Jesus in Serpentinen hinaufziehen und er setzt ihnen die Krone auf. Es ist etwas von Gegenseitigkeit. Mit diesen, aus diesen Frauen lebte Jesus. Wir entdecken da ganz unbekannte biblische Frauen, auch ganz bekannte biblische Frauen. Und wenn wir den Altarflügel öffnen, dann ist da eine weibliche Heilsschau. Eine Prinzessin, die dieses Bild in Auftrag gegeben hatte, steht dort und sieht das Heil aus ihrer Weise an. Sie sieht Gott, die Trinität, alles in weiblichen Bildern. Ein ungewöhnliches Werk, das nach dem Dreißigjährigen Krieg entstand, als diese Prinzessin den Menschen, den Frauen, die überlebt hatten, zeigen wollten, auf euch kommt es jetzt an, ihr habt Kräfte und wir haben eine Religion, ein Christentum, aus dem ihr Kräfte beziehen könnt. Und noch ein drittes ist mir deutlich, Jesus hat keine Angst vor dem Körper von Menschen, im Gegenteil. Wir haben so ein Christentum von Seelenheil und Seelentrost, aber Jesus hat gerade den Körper von Menschen anerkannt. In den Frauenheilungsgeschichten, die wir lesen, lesen wir nach, wie Jesus Frauen, gerade Frauen, berührt und aufrichtet. Wir haben ein Missverhältnis in unserem Christentum zum Körper. Wir kennen das Bild vom gekreuzigten Christus, dieser gefolterte, nackte Menschenleib. Er hängt in den Kirchen, er ist verinnerlicht in uns. Dieser Christus, Kreuzigung des Fleisches, ist eine Devise im Christentum. Eigentlich stimmt davon nichts, denn im Neuen Testament wird viel mehr von Heilungen erzählt und von Berührungen als von Kreuzigung. Und Jesus berührt diese Frauen, die diskriminiert waren. Er heilt die soziale Krankheit Frau. Er akzeptiert sie und gibt diesen Frauen Körperbestätigung und Daseinsbestätigung. 18 Jahre habe ich diese Krankheit gehabt. Gott sei Dank. Einer der auch international angesehensten deutschen Theologen,
ist Jürgen Moltmann, Professor an der Evangelischen Fakultät in Tübingen. Nur man kann von der Auferstehung Christi nicht sprechen, ohne selber aufzustehen. So dass Auferstehungsglaube aufständisch ist gegen Ungerechtigkeit und Mächte des Todes. Und so. In dem Augenblick wird man auch sensibel. Nicht? Wenn man mit Auferstehung das Leben sieht, dann wird man sensibel für alles, was das Leben beeinträchtigt. Mhm. Ich möchte mit einer persönlichen Erinnerung beginnen. 1945 saß ich in einem armseligen Gefangenenlager in Belgien. Das Deutsche Reich war zusammengebrochen. Die deutsche Kultur war durch Auschwitz zerstört. Meine Heimatstadt lag in Trümmern und in mir selber sah es nicht anders aus. Es starben die Hoffnungen meiner Jugend. Ich bekam dann eine Bibel in die Hand. An sich lag mir das Christentum gar nicht nahe. Es war meiner Familie ziemlich fern gewesen. Und ich las zuerst die Klagepsalmen des Alten Testamentes und fühlte mich darin ausgesprochen in meiner Situation. Und dann wurde ich angezogen von der Passionsgeschichte Jesu. Und als ich an die Stelle kam, wo von seinem Todesschrei gesprochen wird, hatte ich plötzlich den Eindruck, da ist einer, der mich versteht. Und ich verstand ihn von meiner Seite. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mit diesem Schrei stirbt Jesus. Und das war auch mein Schrei in dieser Situation. Und so wurde dieser leidende, angefochtene, verratene, gottverlassen, sterbende Jesus für mich zum Bruder in meiner Not. Ich habe ihn später den gekreuzigten Gott genannt, um das zum Ausdruck zu bringen. Später habe ich dann auch die anderen Seiten Jesu verstehen gelernt. Einmal den Reich Gottes Christus, den jüdischen Jesus, den Messias Israels und auf der anderen Seite den auferstandenen Christus. Im vorigen Jahrhundert kam die historische Wissenschaft auf und das Jesusbild wurde gespalten in den historischen Jesus auf der einen Seite und den Christus des Glaubens auf der anderen Seite. Heute ist das Problem etwas anders. Es ist das Problem, wie aus dem jüdischen Jesus der christliche Christus geworden ist und ob es die gleiche Figur ist. Wir erkennen immer mehr, dass Jesus aus der jüdischen Tradition seines Volkes lebte und dachte und glaubte. Die Psalmen waren sein Gebetbuch, die Hoffnungen der Propheten, namentlich des Propheten Jesaja, waren auch seine Hoffnungen. Und der Teil im Gesetz Israels, der nicht viel Beachtung gefunden hat, nämlich das Erbarmen mit den Armen, war für ihn die Hauptsache. So verstehen wir immer mehr, dass er ein Jude war. Er hat nicht den liebenden Vatergott gegen den zornigen Gott Israels gestellt. Er war auch kein neuer Mann, wie Franz Alt sagt, er war ein Jude. Für mich ist Jesus das Reich Gottes in Person. Er hat das Reich Gottes zu den Armen gebracht. Er hat Kranke geheilt und ihnen so das Reich Gottes gebracht. Das Reich Gottes ist für mich der Frühling des Lebens, dass Abgestorbenes wieder lebendig wird, dass die Lebenskraft wieder in die verdorrten Zweige hineinkommt und dass diese sterbende Erde wieder lebendig wird. Am Ende der Bibel heißt es, siehe, ich mache alles neu aus dem Munde Gottes. Der auferstandene Christus vertritt für mich diese große, umfassende Hoffnung. Weil er auferstanden ist, kann ich niemanden verloren geben. Weil der Auferstandene lebt, muss ich gegen den Tod und die Mächte des Todes kämpfen. Den Atomtod, den Tod der Natur um uns herum, den Tod der Seelen, die verzagen und verzweifeln. Weil der Auferstandene kommt, ist dieses Leben lebenswert. Professor Pinkas Lapid hat sich in seinen Vorträgen und Büchern, wie kein anderer jüdischer Theologe, immer wieder mit Jesus und Themen des Neuen Testaments auseinandergesetzt. Nur ganz wenige sind dabei christlichen Auffassungen so nahe gekommen wie er. Das wird besonders deutlich, wenn man ihm die Frage stellt, warum Jesus am Kreuz starb. Jesu Anliegen vor allem war es, sein geliebtes Volk Israel vor der brutalen Ausbeutung durch die Römer zu schützen und ihnen den Frieden zu schenken. Durch eine dreifache Friedensstrategie, der Entfeindungsliebe, wie sie heißen sollte,
maximaler Nachgiebigkeit, aber auch durch die Bereitschaft zur Notwehr und zur Selbstverteidigung, ohne die Verlockung zur Aggression. Für diese Ziele war er auch bereit, sein Leben dahin zu geben, wie viele andere Märtyrer in der jüdischen Leidensgeschichte es getan haben. In der christlichen Deutung wird der leidende Gottesknecht hervorgehoben, der seine Personifizierung in Jesus gefunden haben soll. Einer, der bereit ist, sein Leben dahin zu geben, für seine sündigen Schwestern und Brüdern. Beide Deutungen widersprechen einander nicht. Jesus aber wollte nicht sterben, sondern leben, wie wir aus seinem Gebet in Gethsemane wissen. Er starb aber letzten Endes, als er verstand, dass von oben, vom Himmel, sein Sterben all seinen Brüdern und Schwestern und der Nachwelt ein Beispiel der Selbstlosigkeit und der Selbstaufopferung geben würde, das viele Generationen beseelen und beschwingen könnte, was in der Tat auch geschehen ist. Ist dieser leidende, am Heidenkreuz verblutende Rabbi nicht die Inkarnation seines ganzen Volkes, das geschunden, verfolgt und geschmäht immer wieder am Kreuz des Judenhasses ermordet wird? Eli, Eli, Lama Saftani, so schrie er auf zu Golgatha, mein Gott, wozu hast du mich verlassen, wie es richtig heißen sollte? Wie oft wurde das nicht auch in den Folterkammern der Inquisition, während den Gemetzeln der Kreuzzüge im Rheinland und in den Gaskammern von Auschwitz geheult, geweint, gestöhnt und gebetet? Israel ist im Grunde der Jesus unter den Völkern und ganz Israel vollzieht die Sohnschaft, die Zeugenschaft, die Nachfolge und die Erwählung auf nationaler Ebene. Eine doppelte Verknüpfung voll heilsgeschichtlicher Tiefe und Bedeutsamkeit. Für mich ist Jesus eine Leuchte Israels, ein Lehrer der Menschheit, der Heiland der gesamten Christenheit und vielleicht der Kommende, für den wir alle beten. Ob er nun kommt oder wiederkommt, die uralte Streitfrage, die ist heute mit menschlichen Sinnen nicht zu lösen. Wir sollten inzwischen, bis er kommt und uns alle persönlich belehrt, wir sollten das tun, was er uns aufgetragen hat. Den Willen seines Vaters im Himmel vollziehen. Das kann jeder Jude und jeder Christ gemeinsam, ohne Kontroverse, noch besser Wisserei. Hier ist es, wo wir uns treffen können, nicht in Jesus-Romanen von Hobby-Theologen, die Wunschbilder zeichnen, die manchmal an eine heidnische Votanologie erinnern und die so falsch und verzerrt sind, dass nicht einmal das Gegenteil der Wahrheit entspricht. Dieser Jesus ohne seine hebräische Bibel, ohne das Vaterunser, das einzige Gebet, das er die Jünger lehrte und der Nachwelt hinterlassen hat, ist nicht mehr Jesus, sondern eine Projektion. Lasst uns also Jesus ernst nehmen, lasst uns die Gebote seines Vaters im Himmel erfüllen und lasst uns warten, bis er kommt oder wiederkommt. Das wäre die Grundlage einer echten jüdisch-christlichen Hoffnungsallianz. Jerusalem. Für viele ist Jesus nicht denkbar ohne die Spuren, die er in dieser Stadt hinterließ. Aber hat er wirklich Spuren hinterlassen? Nicht nur Juden, sondern auch manche Christen meinen, der Messias, der Erlöser, würde durch dieses Tor kommen, das zur Stadtmauer Jerusalems gehört. Es wird bis heute das Goldene Tor genannt, auch wenn es von den Türken im Mittelalter zugemauert wurde. Dieses Tor soll es auch gewesen sein, durch das Jesus am Palmsonntag in Jerusalem einzog. Aber beweisen lässt sich dies nicht. Sicher jedoch ist, dass Jesus diese Steine gesehen hat, denn sie gehören zum ältesten Teil der sogenannten Klagemauer, der westlichen Umfassungsmauer des einstigen Tempels, den Herodes errichtete.
Nach neuesten Forschungen soll neben dieser Treppe das Haus des hohen Priesters Kaiphas gestanden haben, wo Jesus verhört wurde. So kann Jesus die uralten Stufen betreten haben auf seinem letzten Gang. Sie wären damit ein Stück echter Via Dolorosa. Denn dort, wo heute die Via Dolorosa verläuft, war der Weg der Schmerzen nie. Gewiss haben sich die Berge Judäas und Samarias seit Jesu Zeiten kaum verändert. Auch der Jordan dürfte etwa noch so fließen wie damals. Aber für den Gläubigen sind diese Fragen nach echten Städten und Wegen unwesentliche Fragen. Bekennt er doch mit Johann Sebastian Bach: Du bist der rechte Weg, die Wahrheit und das Leben.